was geht ab? Hier ist die Make-A-Move-Show aus dem Gretchen Berlin. Heute ist Komplimente-Tag und deswegen möchte ich euch unbedingt sagen, ihr seht alle hervorragend aus, ja genau. Oh yes. Heute ist Komplimente-Tag, deswegen möchte ich an allererster Stelle mal meiner Band ein Kompliment machen dafür, dass die so geil sind und hier die Make-A-Move-Show mit Make-A-Move aus dem Gretchen Berlin rocken. Herzlich willkommen hier und ihr merkt, Christoph ist wieder da an der Gitarre. Christoph war in Elternzeit. Er hat im November einen Sohn bekommen und ist jetzt zurück und wir freuen uns mega, dass er wieder am Start ist. Außerdem danken wir Benjamin, der hier die letzten zwei Folgen den funkigen Dienst verrichtet hat. Wir freuen uns natürlich, dass die Make-A-Move-Familie hier Zuwachs bekommen hat, denn ich kann euch sagen, der Struggle ist härter denn je und wir können jede helfende Hand bestens gebrauchen. Hast du dich heute schon mal gefragt, warum du diesen Scheiß immer noch machst? Hast du heute die Frage gestellt, ob es wirklich noch so weitergeht? Glaubst du, dass hier ist was für dich zählt, ohne dass es Papa zufriedenstellt? Klar, du steckst hier alles rein an Geld, Zeit und Energie, aber was bleibt, weißt du nie. Du denkst, das ist echt zu struggelig, denkst, dafür lohnt sich der Trouble nicht. Wenn du davon erzählst, stammel ich, aber änderst nix auf lange Sicht. Von Termin zu Termin gerannt, für viel Stress ohne Results bekannt. Den ganzen Tag ballern unterm Ab, nix in der Hand. Und willkommen im Struggle-Land. Keiner hat hier Geld, doch alle rücken bei Scheibenvorfall vom täglichen Bücken. Aber du kommst klar und du hast Glück, denn du bist nicht allein. Dieser Struggle, er geht klar. Nur solange wir zusammen strugglen, ist es genug, dass du mit am Start bist. Komm, wir geben uns den ganzen Trouble. Dieser Struggle, er geht klar. Nur solange wir zusammen strugglen, bitte sag, dass du mit am Start bist. Komm, gib zu, die Leute reden, fragen, was erhoffst du für dein Leben. Klar, wenn sie die offenen Türen eintreten, klagen tust du auch, du zweifelst eben. Also kurz mal innehalten, wir schauen uns an. So schnell ist alles wieder beim Alten, denn es ist egal. Egal wie der Struggle uns beutet, wir hatten nie die Wahl, weder gestern noch heute. Ist es fatal oder doch ein Geschenk, wenn es bedeutet, dass ich mit dir keine Sekunde ans Zweifeln verschwende. Dieser Struggle, er geht klar. Nur solange wir zusammen strugglen, ist es genug, dass du mit am Start bist. Komm, wir geben uns den ganzen Trouble. Dieser Struggle, er geht klar. Nur solange wir zusammen strugglen, bitte sag, dass du mit am Start bist. Auf die Zeit vor ein paar Jahren zurück. Was immer bleibt, ist die Frage nach Glück. Haben uns unsere eigenen Träume erdrückt? Waren wir bereit fürs Glück? Und wie sehen wir das heute? Was liegt näher, das Getan oder das Bereute? Was wiegt mehr, Glück oder Burnout? Ohne dich hätte ich mich nie getraut. Ohne dich. Oh yes,
Wir haben ganz schön gestruggelt, um hier dieses Set zusammenzubauen. Alex, Nico und ich, wir haben diesen Tisch hier gebaut. Und um diesen Tisch zu bauen, haben wir uns ewig viele Gedanken gemacht. Wir haben gezeichnet, geschliffen, gesägt, geschraubt und gebohrt. Und alles haben wir eigentlich bedacht, außer einer Sache. Und das ist das Volumen dieser fehlenden Ecke hier. Ich habe da meine Zeichnung angefertigt. Wir sprechen von dieser Ecke hier. Die Ecke besteht aus drei gleichschenkligen Dreiecken. Rechtwinklige gleichschenklige Dreiecke. Hier 90 Grad, 40 cm Kantenlänge. Und meine Frage an euch ist, was ist das Volumen dieser fehlenden Ecke hier? Wenn ihr die Antwort wisst, schreibt ihr uns das unten in die Comments. Wenn ihr keine Antwort wisst, dann schreibt ihr uns bitte das in die Comments. Also ich würde mal sagen, es ist Hose runter Zeit. Ich will von jedem von euch einen Kommentar hören. Wenn ihr Bock habt auf die niceste Auswahl an Rätseln, Make a Move Show ist euer Kanal. Und wenn ihr Bock habt auf eine nice Auswahl an Loops und Artists, dann würde ich sagen, Make a Move Show ist auch euer Kanal. Denn hier ist Farman Boob mit der Loop Selection. Vielen Dank. Und auch schön, dass ich trotz sehr, sehr geringer Mathekenntnisse hier mitmachen darf. Danke euch. Ich habe heute jemanden mitgebracht, und das sage ich immer so, als würde diese Person direkt hier neben mir stehen. Dem ist nicht so. Ich würde mich sehr freuen, wenn das so wäre. Aber die Frau, die ich heute an meiner Seite dabei habe, ist Laura Mvula. Und Laura Mvula ist eine Frau, die meine Welt komplett auf den Kopf gestellt hat, was Musik angeht. Kennt ihr das, wenn man Musik zum ersten Mal hört von jemandem und dann denkt, sowas habe ich noch nie gehört? Genauso ging es mir mit ihr. Und der Song, den ich heute dabei habe in Form von ganz, ganz vielen Loops, den ja, mag ich tatsächlich so mit am liebsten von ihren ganzen Songs. Ich glaube, es ist ihr bekanntester und er heißt Green Garden und spricht von ganz, ganz viel Sonne und weichem grünem Gras ja, im Januar. Wir arbeiten drauf hin. Der Frühling ist schon unter der Erde und bastelt. Green Garden von Laura Mvula. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind the rainfalls. Take me outside, sit in the green garden. Ooh, 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 ooh. Tree top and down, down again. Ooh,
get the green velvet. I'll go wherever you go, wherever you take me. I'll go wherever you go, wherever you take me. I'll go and I'll fly on the wings of a butterfly, high as a treetop and down, down, down again. Das war Pharma Loop mit der Loop Selection. Wenn ihr mehr über Pharma oder den Loop der Woche heute erfahren wollt, klickt hier in der Description auf die Links. Der Song, den wir jetzt spielen, der erfordert direktes, unmittelbares und sofortiges Handeln von uns und von euch. Hier ist Hör auf zu reden, fang an zu tanzen. Genau sehen. Ich kann ganz genau sehen, dass ihr immer noch auf eurem Sofa sitzt. Und das macht mich sehr, sehr traurig. Ich will aber gar nicht traurig sein. Ich will lieber, dass ihr aufsteht. Ich will lieber, dass ihr aufsteht. Ich will lieber, dass ihr aufsteht. Ich will lieber, dass ihr aufsteht.
zu dir und erzähl dir Geschichten davon, wie es wär, dort oder hier ihre Meinung, welche Ansichten du hast. Schnell genug, doch sie hören nicht auf, dich konkret zuzulabern. Und oft fragst du dich, wie komm ich hier raus, wenn die Laberer durch den Raum wabern. Aber da habe ich doch eine Lösung parat für solche und ähnliche Tage. Streck ihnen einfach die Hand heraus und sage, was ich jetzt sage. Hör mal, hör auf zu reden, fang an zu tanzen. Ich begeistert und noch einmal tief Luft, denn wenn nach diesem Countdown der Beat droppt, kann es sein, dass zum Luftton keine Zeit bleibt. 10, hör auf zu reden, fang an zu tanzen. 9, hör auf zu reden, fang an zu tanzen. 8, hör auf zu reden, fang an zu tanzen. 7, hör auf zu reden, fang an zu tanzen. 6, hör auf zu reden, fang an zu tanzen. 5, hör auf zu reden, fang an zu tanzen. 4, hör auf zu reden, fang an zu tanzen. 3, hör auf zu reden, fang an zu tanzen. 2, hör auf zu reden, fang an zu tanzen. 1, hör auf zu reden, fang an zu tanzen. Hör auf zu reden, fang an zu tanzen. Hör auf zu reden, fang an zu tanzen. Hör auf zu reden. Fangen zu tanzen. Hör auf zu reden, fangen zu tanzen. Hör auf zu reden, fangen zu tanzen. Yes. Oh ja, so habe ich mir das vorgestellt. Hör auf zu reden, fang an zu tanzen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgedanced. Falls ja, könnt ihr euch jetzt wieder hinsetzen. Wir kommen nämlich jetzt zum Interview mit unserem heutigen Feature-Gast. Sie ist eine Sängerin, Komponistin, Liedermacherin, Singer-Songwriterin, Musikproduzentin und Bandleaderin aus Berlin. Sie ist eine persönliche Heldin von mir und das sehen viele Leute, die ich kenne, ganz genauso. Herzlich willkommen, Dota Kehr! Dota, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Wir haben die letzten Wochen hier echt einiges getan. Wir haben uns Sachen ausgedacht, Sachen gebaut und uns echt viel mit dieser Show beschäftigt. Was hast du die letzten Wochen so gemacht? Ich war im Studio. Ich habe ein neues Album aufgenommen, an dem ich so die letzten 2,5 Jahre geschrieben habe. Und da haben sich einige Lieder angesammelt. Ja, das Album ist schon fertig aufgenommen, oder? Wir haben tatsächlich gestern die letzten Aufnahmen gemacht und es soll im Mai erscheinen. Okay. Darfst du schon über dieses Album öffentlich sprechen oder ist das eigentlich noch verboten? Es sind wie immer alle Rechte bei mir, deswegen darf ich machen, was ich will. Ich verrate jetzt das erste Mal den Titel. Das heißt, wir rufen dich Galactica. Okay. Ich hätte ja auch cool gefunden, wenn du so Hallo Spencer-mäßig dich so auf dem Stuhl so gedreht hättest so am Anfang. Wie macht er das so? Er sitzt so da und dann dreht er sich und sagt, hallo liebe Leute oder sowas. Hallo liebe Leute. Von Osten bis Westen, von Norden bis Süden. Das war immer was. Okay, geil. Ja, das Problem ist, Hallo Spencer hatte schon Funktechnologie, ich bin kabelgebunden. Und jede Drehung, die ich in die eine Richtung mache, muss ich auch zurückmachen. Worum geht's bei diesem Album? Ach, das kann man nicht so auf einen Nenner bringen. Okay. Es sind halt... Ich glaube, wir haben 13 Stücke fürs Album und noch mal 10 Stücke Bonusmaterial. Ach, krass. Also eine breite Facette. Ist tatsächlich relativ viel Klimawandel. Mhm. Ist einfach das Riesenthema, dem man nicht aus dem Weg gehen kann. Und, ja, cool. Ja. Genau. Ja. Aber in allen möglichen Spielarten. Ist jetzt also nicht so ernst wie der echte Klimawandel. Okay. Du hast im April, wenn ich mich richtig erinnere, dieses Album hier rausgebracht. Yeah. Also du bist fleißig. Was hat es mit diesem Album hier auf sich? Das sind Gedichtvertonungen
von Texten der wunderbaren Dichterin Mascha Kaleko, mhm, die vor ungefähr 100 Jahren in Berlin gelebt hat. Und also ich könnte jetzt sehr viel über ihr Leben erzählen. Ich weiß nicht, wie viel Raum das einnehmen kann. Mittel. Ja, Mittel. Okay, dann versuche ich es mal kurz. Sie hat ein sehr bewegtes Leben. Sie ist als deutsche Jüdin dann vor den Nazis geflohen, hat noch eine Zeit lang in Berlin, wo sie schon sehr unter Druck war und kaum mehr veröffentlichen konnte, und hat dann im Exil in New York gelebt und geschrieben. Und ja, ihre Gedichte berühren mich sehr. Und ich habe Vertonungen gemacht und mir dafür Duettpartner eingeladen. Mhm. Zum Beispiel Hannes Wader, Aline Kohn, Francesco Wilking von der Höchsten Eisenbahn. Ja, also ein lustiges Who is Who der deutschen Singer-Songwriter. Ja, voll. Wie hast du das gemacht? Wahrscheinlich im April konntest du ja gar nicht touren. Hast du dieses Album jetzt überhaupt den Leuten zeigen können? Oder wie ist das? Wenig, also viel weniger, als ich gern gewollt hätte. Ja. Das Live-Programm ist sehr schön geworden. Wir hatten auch eine Duettpartnerin dabei, weil es sind viele Stücke, die wirklich nur als Duette funktionieren. Karl die Große aus Leipzig, auch tolle Singer-Songwriterin, war mit uns auf Tour. Und wir haben, naja, vielleicht so 10 Konzerte im Sommer gespielt und hätten jetzt im Januar welche gespielt, von denen es uns auch aber nicht allzu sehr überrascht hat, dass sie jetzt ausfallen müssen. Ja, okay, krass. Ja. Als ich dich angerufen habe, um zu fragen, ob du Lust hast, hier bei uns in der Show zu Gast zu sein, habe ich dich gefragt, ob wir einen Song spielen können von dir, der mich total berührt. Das ist der Song Transparent. Kannst du ein bisschen was zu diesem Song erzählen? Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du dir den gewünscht hast, weil ich den auch sehr, sehr gerne singe. Und der ist schon ein paar Jahre älter, von 2010, von dem Album Bis auf den Grund. Und das war so das erste Album, mit dem es so richtig nach vorne ging für uns damals. Und ja, ich wollte den eigentlich schon seit Jahren so gerne mal wieder live spielen. Deswegen freue ich mich sehr über die Gelegenheit und überhaupt über die Einladung. Vielen Dank. Cool. Und ja, also inhaltlich würde ich sagen, das erklärt sich von selbst. Es ist vielleicht was zu dem Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Okay. Wie kompliziert das wirklich ist, das würde ich sagen, hören wir uns jetzt mal an. Während Dota die Gitarre nimmt und sich die In-Ears in die Ohren packt, kann ich mal kurz erzählen, wie ich meinen ersten Dota-Song gehört habe. Das war nämlich genau dieser Song Transparent. Ich hatte davor immer schon mal wieder von Dota gehört. Irgendwie war sie überall, aber ich hatte noch nie einen Song von ihr gehört. Und es war vor ziemlich genau 3 Jahren und 2 Tagen. Am 1. Januar 2018, da hing ich ziemlich zerstört in einer Küche rum nach Silvester. Und eine Freundin von mir, die hat diesen Song gespielt, Transparent. Und mich hat dieser Song total berührt. Das war irgendwie so eine ganz, ganz starke Stimmung, die da entstanden ist. Total leicht und fragil, aber trotzdem auch total schwer und tief. Und es hat mich so umgehauen und so berührt und abgeholt in dem Moment, dass ich danach dann ganz viele andere Dota-Songs kennenlernen durfte und ein großer Fan geworden bin. Und dementsprechend bin ich sehr aufgeregt und sehr freudig, dass wir jetzt hier zusammen mit Dota Musik machen können. Viel Spaß! Ein Herz ganz transparent auf Röntgenfilmen weiß, auf Schwarz kaum mehr, nur als ein Schatten schau hindurch und schau, ob's reicht. Am Horizont ein Glück so schön, dass man's beweint und ich weiß von hier noch nicht weiter und wie es scheint, ist es für dich nicht anders, höchstens anders gemeint. Bitte denk an mich im Guten, darum bang ich, mehr verlang ich nicht für jetzt. Wohin jetzt mit der ganzen Ausgeschlafenheit? Der Tag hat längst nicht mehr das Ziel, den Abend zu erreichen. Der Tag wartet einfach, bis er stirbt, wird transparent und ohne Mühe folgt ein neuer, ihm zu gleichen. Ich weiß von hier noch nicht weiter, wie es scheint. Für dich nicht anders, höchstens anders gemein. Bitte denk an mich im Guten, darum bang ich, mehr verlang ich nicht. Für jetzt.
weiß auf schwarz. Und wenn sich regt und wenn sich schmiegt, so lass nur, ich wart's noch ab. Ganz federleicht und transparent war es bis hier. Jetzt halt ich es so fest, dass ich's verliere. Ich weiß von hier noch nicht weiter, wie es scheint, ist es für dich nicht anders, höchstens anders gemeint. Bitte denk an mich im Guten, darum bang ich, mehr verlang ich nicht. Ich weiß von hier noch nicht weiter, wie es scheint, ist es für dich nicht anders, höchstens anders gemeint. Bitte denk an mich im Guten, darum bang. Das war transparent. Das nächste Stück, das wir spielen, hatte ich vorgeschlagen. Das heißt Keine Zeit und ist ja, sehr aktuell. Die Organisatoren der Fridays for Future Demo hatten mich mal gefragt, ob ich eine Rede halten möchte auf der Demo. Und dann habe ich gleich zugesagt und dann das Telefon aufgelegt und mich gefragt, warum ich? Ich habe keine besondere Expertise anzubieten. Lediglich den brennenden Wunsch, dass der Planet noch für alle zukünftigen Generationen bewohnbar bleibt. Und dann dachte ich, gut, ich kann ja einfach mal den aktuellen Stand versuchen, in Reime zu fassen. Es ist also mehr eine vertonte Demo-Rede als ein Lied. Keine Zeit. Hier stehen wir. Vor uns die Wüste, um uns der Wohlstand, hinter uns Jahre vertaner Zeit und fehlender Taten, Jahre des Zögerns, man kannte die Fakten und war nicht bereit. Aber jetzt können wir nicht mehr warten. Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, für die Bequemen und die, die so tun, als ob sie es nicht schon seit Jahren wüssten. Für die, die streikende Schüler als unvernünftig verlachen. Einzig unvernünftig ist es doch, jetzt einfach so weiterzumachen. Hier stehen wir mit dem Kummer und mit der Wut über sterbende Arten und Meere voll Müll und der Angst vor der kommenden Flut. Begrenzter Planet und unendliches Wachstum, dass das nicht geht, ist doch trivial. Jetzt Verzicht oder später Vernichtung, ist das echt eine schwierige Wahl? Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, für die Bequemen und die, die sich nicht interessieren, obwohl sie es eigentlich müssten. Für die, die Protest unter aussichtslos verbuchen, wirklich aussichtslos. Wenn wir es nicht versuchen. Hier stehen wir wie die Maus vor dem Mähdrescher und harren aus, dass es uns überrollt. Denn die Maschine ist gierig nach Wachstum, keiner lenkt, keiner hat's so gewollt. Sie läuft wie von selbst und so effektiv, und weil kaum einer gerne verzichtet, läuft die Maschine halt weiter. Alles verwertet und alles vernichtet. Wir haben keine Wahl, wir haben keine Wahl, sagen die Mäuse und graben sich ein. Wenn sie rauskommen, ist alles staubig und kahl. Der Planet kann uns alle ernähren, doch er darf niemand gehören. Denn Geld kann nicht alles, aber mit Geld kann man alles zerstören. Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, die, die sich nur für Profit interessieren, obwohl sie es eigentlich besser wüssten. Die Schüler gehen auch für euch auf die Straße, weil es jeden angeht. Auch für die Faulen und die Ignoranten, ja, es ist auch deren Planet.
davon bin ich erleichtert. Und ich weiß, leicht wird es sicher nicht sein. Aber wer, wenn nicht wir? Und wenn jetzt nicht, wann dann? Jetzt ist Schadensbegrenzung noch möglich. Doch dafür muss sich sehr vieles ändern. Und jetzt fängt es an. Vielen Dank, Dota. Das war Dota, zwei Songs von Dota. Der erste war Transparent, der zweite Keine Zeit. Ihr findet die beide hier unten in der Description. Und was ihr dort auch findet, ist ein Spendenaufruf. Die Make-A-Move-Show ist nämlich auf euch und eure Unterstützung angewiesen. Damit wir hier weiter die nicesten aller nicesten Episoden produzieren können, brauchen wir eure Hilfe. Unser Budget ist so dick wie dieses Album, also sehr schmal. Und ihr könnt das ändern. Da unten sind alle Infos. Wenn ihr Bock habt, uns zu abonnieren, dann könnt ihr das auch machen. Und ihr könnt uns liken, teilen und euren 5 besten Freunden von unserer Show erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zur nächsten Episode. Und was geht ab? Jetzt gerne einmal vorstellen möchte. Am Ton für euch Clemens Richter. Am Licht Tim Wolf. An der Regie Marty Fischer. Und an der Produktionsleitung Ina Halbauer. Unser Special Guest für heute war Dota Kehr. Selection präsentiert von Pharma Boom. Wir danken dem Gretchen Berlin, dass wir hier sein durften. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns in der nächsten Folge. Alright, let's go!